Ja, wo kommt der denn her? Ja, verbrenn noch schön, verbrenn noch schön. Also du kriegst nur Dailies zu killern, die du besitzt. Ja, deswegen ist ja die Frage, ob die Nurse dann, ist die Nurse ein kaufbarer Charakter oder ist die Nurse ein normaler Spieler, spielbarer Charakter. Das wäre ja auch blöd, wenn ich ein Weakser Daily habe und den Killer nicht besitze, ja. Und tendenziell, wenn man mehr Killer spielt, kriegt man auch mehr Killer Dailies. Spielt man mehr Survivor, kriegt man mehr Survivor Dailies. Das klingt im Endeffekt logisch. Alles andere wäre doof. Oh ja. Das ist ein Mythos. Ich krieg sehr viel Survivor Dailies. Okay. Nee, das kriegst du nur, Paiwa, weil das Spiel sagt, okay, du kannst keinen Killer, deswegen geh lieber auf Survivor. Bei mir war das eigentlich immer so. Ich bin mir mit Surf 20 mal schlechter als mit Killer. Ja. Ich glaube, wenn ich das spiele, bin ich mit beiden schlecht. Einfach. So, warum habe ich hier eine Nachricht und da nicht? Ah, deswegen, okay. Deswegen. So. Ja, aber wahrscheinlich will dann das Spiel. Du hast eine unausgeglichene Statistik. Und da wird das Spiel halt einfach, dass du wahrscheinlich mehr mal auf Survivor gehst. Deswegen hast du mehr Survivor-Quests, damit du das irgendwie gleichberechtigt hochziehst. Damit die sagen, komm, mach mal auch was anderes. Oder die wissen, es sind Ferien. Und es gibt verdammt viele, die halt Killer spielen und wollen dich damit auf die Seite des Survivors lenken. Damit nicht nur Killer da sind. Ja, musst du ja nicht. Bist ja nicht gezwungen. Aber es kann ja sein, dass du je nachdem, wenn sehr, sehr viele Killer unterwegs sind, dass du dementsprechend auch länger wartest, ne? Gibt es den Modus schon mit den 2 Killern und 8 Survivern? Oder kommt er noch? Ja, der macht wohl Laune, okay. Warum habe ich dazu noch kein VOD von euch beiden gesehen? Ihr beide Killer gegen andere Survivor? Warum? Amarok, ah ne, die sind, ich wollte gerade sagen Amarok als Alien, aber du hast ja nur vorgegebene Killer, ne? Wie den Fallensteller und sowas, ne? Oh. Alles nur fadenscheinige Ausreden. Alles nur fadenscheinige Ausreden. Du wolltest nur nicht, dass wir dir beim Verlieren zugucken, Amarok. Ja, deswegen ist es ja eine fadenscheinige Ausrede, weil es keine Ausrede ist. Ja, du nicht, aber Amarok kann dich ja mitnehmen.
Mein Hund hat meine Hausaufgaben gefressen, deshalb kann ich das DBD kann ich nicht DBD streamen. Das würde ich als fadenscheinige Ausrede gelten lassen. Okay. Ja, dann. Glaube, Paiva würde es noch glauben, wenn seine Hausaufgaben gefressen werden. Ah, komm, drauf da. Latta-di und Latta-da, da ist der Holzbalken wieder da. Ja, das sagst du. So, bestimmt Sommeraufgaben bekommen. Bestimmt so nach dem Motto, ja, also Sommerferien, ne? Ihr müsst ja trotzdem ein bisschen was tun, weil wir Lehrer haben ja auch so viel Stress jetzt in den 6 Wochen. Wir müssen ja den Unterricht schon vorbereiten und. Ganz ehrlich. Das kann mir kein Mensch erzählen. Ich kenne jetzt nicht direkt einen Lehrer. Ja doch, ich kenne einen, den müsste ich mal fragen. In den letzten paar Wochen, wo ihr keinen Unterricht mehr wirklich macht, weil die Sommerferien kommen, ihr steigt eine Klasse auf und sowas, die letzten Arbeiten werden geschrieben, der Stoff ist durch, kann ich hier ganz klar sagen, dass keiner der Lehrer da nicht schon am Vorbereiten ist für nächstes Jahr. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der es nicht macht, klar. Aber ich wette trotzdem, dass die meisten Lehrer Start Sommerferien alles vorbereitet haben. Ja, weil die euch ein Buch hinlegen und sagen, lernt das auswendig oder so. Aber selber so mit dem Stoff durchgehen und sagen, so, wir fangen jetzt was Neues an und so, machen die nicht. Zumindest bei mir nicht. Ja. Oh, wo kam der her? Wo ist der Rest? Okay, es gibt keinen Rest. Heieiei. Also wie gesagt, da muss ich mal den Lehrer, den ich kenne, mal nachfragen, wie das bei dem ist. Gut, der unterrichtet aber auch Lehrlinge. Also hier, die eine Ausbildung machen. Das ist, glaube ich, noch mal ein bisschen was anderes. Ja. Ah, jetzt ist das echt da runtergefallen. Läuft. So, ich weiß, super spannend, wie wir hier die Häuser bauen, aber es wird ja langsam. Es wird ja langsam, Leute. Und dann muss ich weitermachen mit dem Abgrasen da hinten. Und ihr seht, es passiert ja auch random, dass ich auf einmal angegriffen werde. Woher der auch immer kam, seine Gefolgschaft ist nicht mit dabei. Ist, glaube ich, auch besser für die so. Die haben gesehen, es hat nicht lange gebraucht, bis ich den kalt gemacht habe. Und dann haben die sich gesagt, ne, da kommen wir nicht mit. So.
Es wird aber auch verdammt warm jetzt gerade hier drin. Liegt an Tür zu und Fenster zwar offen, aber zwei PCs an. Der ist wie ich, der hat keine Freunde, zumindest keine echten. Ja, würdest du jetzt hier so Playstone und sowas nicht schon als Freunde irgendwie identifizieren? Da die sind ein bisschen weiter weg von dir wahrscheinlich. Aber ich würde zum Beispiel bei Michi und Zora, die auch weiter weg sind, also Kassel, würde ich jetzt auch sagen, dass ich schon mit denen befreundet bin. Gerade bei Zora. Wenn ich das jetzt nicht sage, dann ist sie sauer auf mich. Egal ob Online-Freunde oder nicht, ich würde die schon als echt identifizieren. Und ich war jetzt letztens auf Michi seinem Geburtstag. Ja, 40 geworden, ein bisschen weiter weg wohnen, ja. So Viertel durch Deutschland. Ja, ist ja ein bisschen. Ist ja nur ein bisschen. Na gut, da war ja mal irgendwas, ne? Ja, aber mach dir da keinen Kopf. Man braucht nicht viele Freunde, man braucht die richtigen Freunde. Okay. Das ist schon viel. Das ist schon krass. Dieser Amarok hat ja auch nur mich. Und er kommt damit zurecht. Okay, bevor es dunkel wird, kommt nochmal Regen. Sehr nice. Apropos Amarok. Ich mach mal gleich was. Und schicke dir das über Discord. Vielleicht bist du ja hellauf begeistert und verwendest das dann demnächst, wenn mal wieder was auf deinem YouTube-Channel passiert. Muss mal gucken, ob ich das gut hinkriege. Ich tue mein Bestes. Mit dem, was ich zur Hand habe, tue ich mein Bestes. Wo habe ich jetzt da? Hab ich's. Da ist noch die Fackel. Fackeln im Sturm. Ah, das müsstet ihr auch noch kennen. Fackeln im Sturm, ne? Ich glaube, ich habe die ganze Serie mal komplett durchgeschaut. Er war stets bemüht, genau. Er war stets bemüht. Reicht ja meistens schon. Stets bemüht zu sein, reicht ja meistens schon. Ich bin mal gespannt, ob das Holz komplett reicht für die ganze Line. Bin ich echt gespannt. So, da noch.
Es wird reichen. Wir haben mal genug Holz mitgenommen. So, das hier ist alles hier Dingsabumster. So. Ja. Damit haben wir zumindest das schon mal. Und jetzt kommt der Boden, die Dächer. Aber da muss ich, glaube ich, die Sachen alle einzeln mitnehmen, weil sonst, also von einer Farbe, von einer Holzart, weil sonst haben wir da ein dickes, dickes, dickes Problem im Inventar. So, wir machen mal kurz noch den Verandatest. Aber wir hätten locker noch genug gehabt. Weil dann würde ich nämlich sagen, ist es so langsam schon wieder soweit? Für alle, die das auf YouTube gucken wollen, es ist ein Zweitagesrhythmus. Nein, es ist kein Zweitagesrhythmus mehr. Und zwar, Minecraft kommt jetzt immer montags und donnerstags um 14 Uhr. 7 Days to Die kommt neu dazu. Wird dann jetzt immer dienstags und freitags ab 18 Uhr laufen. Und Hearthstone, mittwochs und samstags, stand jetzt auf 14 Uhr, weil es schon auf 14 Uhr stand, wollte ich aber um 16 Uhr laufen lassen. Lassen wir auf 14 Uhr. Dann kommt am 27.08., wenn dieses Video die schon draußen ist, ist World of Warcraft wieder voll im Main Game. Genau, ich habe ja gerade erst angefangen. Und ja. Dann gucken wir mal, was wir von dem Ganzen noch umsetzen können. Minecraft auf jeden Fall, 7 Days auf jeden Fall. Hearthstone kann man auch eigentlich schön vorher aufnehmen und auf die Beine stellen. So, und guckt euch das mal an. Wenn das alles Dächer hat, wenn da überall die Lampen dazwischen sind, die Häuser, die Bäume dazwischen sind, so wie hier, ja, so wie hier, dann gehe ich davon aus, dass das wunder, wunder, wunderschön wird. Genau, schöne Aussicht, finde ich auch. Und wir haben, wie nicht zu erwarten war, kein Haus vergessen. Ich habe jetzt gedacht, wenn ich hier drüber schaue, habe ich ein Haus mit Holz vergessen. Wir kümmern uns beim nächsten Mal nochmal um ein bisschen mehr Holz, weil wir brauchen Fichtenholzbretter. An den anderen beiden Baumarten scheitert es gerade nicht. Deswegen haben wir hier so einen kleinen Wald hingebaut. Und hier fährt ein Auto bzw. ein kleiner Transporter schon seit 5 Minuten rückwärts oder hat zumindest den Rückwärtsgang eingelegt. Genau, wir haben im Insgesamten eine sehr schöne Aussicht. Wie gesagt, das hier wird noch geplättet, dann kommen dann noch mehr Gebäude hin, genauso wie das hier. Vielleicht lasse ich auch eine kleine Empore, wo der Weg nach oben geht. Das gucke ich dann noch. Das hier bleibt größtenteils auf jeden Fall. Vielleicht kommt hier noch eine kleine Mansion hin. Die Burg müssen wir noch irgendwann machen. Den Leuchtturm hier hinten. Oder da ein Hafen hier unten, wo wir dann noch ein Schiff hinbauen werden. Also geplant ist noch viel. Okay, da bin ich jetzt drüber. Genau. Deswegen auf YouTube sage ich vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession ganz normal weiter. Mit Supercut allem drum und dran. Hoffentlich auch wieder Hiso und Amarok und Paiva und so alle am Start. Deswegen, bis dann.